So, hallo, hier ist mal wieder Dr. Du. So, ich habe mein neues Stativ bekommen. Wie gesagt, was ich schon im vorherigen Review sagte, ich suche hier ein Reisestativ. Klein, kompakt, leicht und trotzdem mit einer geeigneten Größe. So, und nun habe ich hier das von ToGoPod, das Panorama Luisa, mir gekauft. Das Runners Tim, das hat mich ja überhaupt nicht überzeugt mit den Füßen. Und nun habe ich hier dieses Panorama Luisa und da gucken wir mal, was haben wir hier für ein Packmaß. Das soll 30 cm sein. Nee, stimmt gar nicht. 35 cm. Höhe ist, oh, ich guck mal eben, 10. Und das Gewicht von dem Teil ist sehr angenehm. Das ist nämlich gar nicht so schwer. Schauen wir eben mal die 1,27 Kilogramm. Also ihr seht schon, recht handlich und leicht. Das kommt hier in so einem entsprechenden Beutel. Beziehungsweise ist es schon fast ein Rucksack. Kann das hier super verstauen. So, dann haben wir hier das. Kann man verstellen, den Teil. Sehr schön. Vor allen Dingen, es ist gepolstert. Ja, es ist also wirklich, ja, die Füße sind nicht ganz lang mit drin. Wirklich hochwertig. Dann haben wir hier noch eine kleine Tasche, können wir auch noch was reintun. Und wir haben zwei Imbusschlüssel zum Verstellen des Widerstandes hier bei den Füßen. Wie stark und wie leicht die Gänge sind praktisch. So, dann packen wir das mal aus. Das Schöne ist halt an diesen Sachen, klein kompakt, aber dennoch stabil. Ja? Das heißt, wir haben hier einen Panorama-Kugelkopf mit bis zu 5 Kilo. Und ich suche ja was für meine Sony Nex. Hier mit dem Carl Zeiss Objektiv. Das Ganze wiegt jetzt so knapp über 600 Gramm. Das heißt, ich brauche natürlich hier auch nicht so die große Stabilität. Man klappt die, kann die hier praktisch um 180 Grad klappen. Dann hat man hier so einen Verstellmechanismus. Gucken, ob wir das sehen können. Dann kann ich das runterdrücken und dann rastet der ein. Kann ich hier genauso machen. Und hier dann entsprechend auch. Und kann das dann so hinstellen. So, interessant zu sehen ist zum Beispiel auch, wie tief man das Panorama-Stativ Luisa hier verstellen kann. Komplett rein. So, runter machen. Da muss ich natürlich den hier ein wenig höher ziehen. So. Runtergehen. Ihr seht, da kann man natürlich hervorragende Aufnahmen aus der Perspektive machen, von unten raus. Man kann auch sehr einfach das hier noch verkleinern. Das kann ich euch auch mal kurz zeigen. Das heißt, ihr schraubt das hier schnell ab. Dreht ihr den auf, den raus, schraubt den hier weiter runter. Dreht den hier eben ab. Jetzt läuft er hier weg. Dann könnt ihr den raussetzen, den von unten ranschrauben. Und da habt ihr eine Höhe von 20 cm. Ist ideal. So, jetzt montieren wir hier mal auf der Schnellwechselplatte die Sony Nex 6. Jetzt sehen wir hier die Bälle. Die kann man entsprechend ausrüsten. Hier ist noch so ein Pin, dass der Schnellwechselplatte nicht verschiebt. Das Problem bei der Sony ist ja immer, dass man hier diese Erhöhung hat. Mache ich immer das so ein bisschen asymmetrisch. Das heißt, hier wo viel Gummi ist, schraube ich das dann fest. Ja. Wenn ihr noch einen anderen Tipp habt für mich, für diese Schnellwechselplatten, die besser zu dieser Sony Nex passen, dann sagt mir mal Bescheid, schreibt mir das mal. So. Und jetzt können wir das hier entsprechend fixieren. So, wunderbar. Dann kann ich hier lose machen und kann hier per Panorama locker und smooth das Ganze aufnehmen. Das Stativ macht wirklich qualitativ einen sehr hochwertigen Eindruck. Auch die Beine und alles, das ist also vernünftige Griffe, Schalter hier zum Entriegeln. Auch diese Griffe. Ja. Das heißt, hier haben wir ganz einfach ein Trick, das heißt, wir können die einmal hier greifen und dann entsprechend so rausziehen. Man kann die Füße auch anders verstellen, das heißt, wenn wir jetzt die Kamera so haben,
Mal so schauen. Könnte ich das zum Beispiel jetzt so kippen und hier einrasten. Seht jetzt, ja, steht wunderbar. Ich zeige das nochmal von der Seite. Ja, das heißt, man kann auch solche Perspektiven hin aufmachen, auch für Makrofotografie zum Beispiel. Ideal geeignet. Breit ausstellen hier, sicherer Stand, 1A. Und toll ist halt einfach das kleine Packmaß von 35 cm und bei einem Gewicht von 1,2 Kilogramm. Das hat sonst kein Reisestativ. Und deswegen kann ich euch das wirklich sehr empfehlen. Ja, man kann also, ich zeige euch das nochmal zusammenbauen, eben abnehmen, ja, hier hochziehen, ranklappen, ranklappen, ranklappen. Dann muss man gucken, dass man den Kopf hier ein bisschen verändert, dass das hier besser passt. So. Und dann schiebt man hier natürlich auch noch in Lösen, dass man hier den nach oben schiebt. So. Und da haben wir wieder die 30 cm. 1,2 Kilo, schön leicht. Ideal für jede Reise, für jede Stadt. Das nimmt man mal eben so mit. So, hier seht ihr das Ganze mal ausgezogen. Meiner Sony-Kamera. Ja. Das ist jetzt noch nicht die volle Höhe. Was ich euch verraten wollte, so als Tipp, ich muss hier nochmal einen kurzen Bein von dem Einbeinstativ rausziehen. Und zwar ist das jetzt natürlich noch nicht die volle Höhe 1,60, aber die würde ich euch auch nicht empfehlen. Ihr könnt hier so ist das halt bei Einbeinstativen, die kippen dann auch mal um. Aber nichts passiert. Wie gut, dass es nicht meine teure Kamera war. Deswegen habe ich mir auch so ein Stativ gekauft in Zukunft. Ich hoffe, es bleibt jetzt stehen. So, wir können hier einmal hochfahren. Das wollte ich euch zeigen. Das ist noch richtig stabil, ja? Also hier passiert gar nichts. Das ist ein wenig wackelig. Das wird nur Notfall machen. Diese Stange aus. Jetzt erreichen wir nämlich die 1,60 hier. Aber ihr seht, hier, das hat ganz schön Spiel. Ja, das heißt, die obere nur im Notfall, vielleicht mit Hand festhalten. Die geht am besten. So, ich kann hier das Display hochklappen, kann wunderbar gucken. Ich bin 1,83, also das ist überhaupt kein Problem. Ich würde es nicht komplett entfernen. Man kann das ja auch komplett entfernen, aber dann hat man diese Option nicht mehr. Falls dann doch was im Weg ist und man mal ein bisschen höher muss, kann man so hervorragend halten. Super stark. Also das ist eine volle Empfehlung von mir für euch als kompaktes Reisestativ hier unterwegs. Oder auch einfach so, wie ich das benutze jetzt für einen kompletten Einsatz. So, bis demnächst.